Hallo, herzlich willkommen bei Wortfilter. Heute gibt's wieder einen spannenden Expertentalk von Marc Steyer mit Malte Karstan von der Berlin Brands Group. Heute ist Folge 2 des Grundkurses zum Thema, wie verkaufe ich meine Amazon- oder D2C-Brand. Heute geht's darum, um das allererste Gespräch und insbesondere darum, welche Fragen ihr beantworten können solltet und welche Informationen der Käufer von euch braucht. Das wird sehr spannend. Und lehnt euch zurück, genießt das Gespräch, ich wünsche euch viel Spaß. Einer sicher der größten Marktplatzexperten, den wir haben in Europa. 2012, größter Marktplatzhändler bei eBay Motors. Ich habe rund zwischen 30.000 und 45.000 Transaktionen pro Monat abgewickelt. Ja, willkommen zum Grundkurs mit BBG. Wie verkaufe ich meine Marke? Wir sind heute in der Folge 2. Wir hatten die Folge 1 mit 1 und 1a gekennzeichnet. Und bei 2 werden wahrscheinlich auch die ein oder anderen brauchen. Das Thema wird sein, das erste Gespräch. Also sprich, ihr habt eine Mail bekommen, ihr seid irgendwo angesprochen worden und habt jetzt einen Call, einen Call mit eurem Aggregator. Was wird da passieren? Das ist jetzt gleich Thema. Zuerst aber noch einmal ein paar richtig geile News, vielleicht auch schon gesehen im Link. Und zwar, der im Video hoffentlich eingeblendet ist. Und zwar am 23. September findet in Berlin der Tag des Onlinehandels statt. Und innerhalb dieses Termins gibt es dann den sogenannten Pitch Day. Das heißt, die weltweit größten Aggregatoren haben doch die Chance, sich gegenüber euch dann zu pitchen. Ja, mit dabei sind BBG, Treasio, Unibrands, Razer und Perch. Perch ist in Deutschland noch ein bisschen unbekannt. Die kommen eigentlich aus der amerikanischen Ecke, sind direkt um die Ecke von Treasio und wollen jetzt auch hier in den Markt eintreten. Und ihr habt halt die Chance, euch anzuhören, wie sich die Aggregatoren präsentieren. Danach wird es eine Panel-Diskussion geben und im Anschluss daran habt ihr die Chance, an die jeweiligen Stände der Aggregatoren zu gehen oder aber euch mit ihnen in Separés, in private Räume zurückzuziehen, also wirklich physisch private Räume, wo ihr auch tatsächlich ein erstes Gespräch aufnehmen könnt. Ich finde das richtig, richtig geil, denn das ist das erste Event, was es in dieser Form hier in Europa geben wird. Und wahrscheinlich werden wir es auch in anderen europäischen Ländern skalieren. Aber das ist eine richtig große, großartige Sache. Und ja, ihr könnt dann auch mal den Malte und den Christian in live kennenlernen. Ich im Übrigen auch. Ich muss ja Bandagen anziehen, weil ich Angst habe, dass ich immer von Malte Schläge kriege. Da war er schon massivst angedroht. Ich freue mich riesig drauf. Also, 23. September kommt nach Berlin, heute im Laufe der Nacht, wird die Seite geschaltet, dass ihr auch Tickets kaufen könnt. Interessant zu wissen für euch ist noch, die Anzahl der Teilnehmer ist halt auch in pandemischen Umständen geschuldet, begrenzt auf 200. Das heißt, mehr als 200 Händler geht nicht. Ja, das zur Einführung vom heutigen Abend. Und jetzt lassen wir uns mal ins Thema reinspringen. Ihr könnt wie immer Fragen stellen. Heiniger, ihr könnt wie immer Fragen stellen. Diesmal werden wir sie am Ende beantworten. Bleibt also die ganze Zeit dabei. Jede Frage wird beantwortet. Also, jetzt stelle ich mir das so vor. Malte, du bist ja so der Erstkontakter, dass ihr irgendjemanden gefunden habt, gesehen habt, angeschrieben habt oder du hast sogar angerufen und ihr habt einen Call vereinbart. Was erwartest du in dem Erstgespräch, wenn du mit einem Seller sprichst? Was ich erwarte? Ja. Gar nichts. Neugierde, gute Laune. Primär denke ich mal, erwartet
der Gründer, der Seller wahrscheinlich erstmal mehr von mir, nämlich Informationen über das, was denn eigentlich sich hinter dieser E-Mail verbirgt. Also das ist so das, worauf ich so stoße. Ja, also es ist zwar gelesen und da ist auch eine kleine Präsentation dabei und da ist auch Text in der E-Mail, aber zu einem überwiegenden Prozentsatz bin ich in der E-Mail mit der Frage zu Beginn konfrontiert, ja, habe ich alles gelesen, aber worum geht es denn hier? Das heißt, Erklärung ist von meiner Seite und nicht so sehr von der anderen Seite. Also da ist meistens Neugierde da und das ist sozusagen das, die große Masse. Wenn jetzt jemand sagt, er bekommt die E-Mail und er findet das spannend und hat schon eine Vorstellung, ne, reden wir mal von der Schnittmenge sozusagen, die sagen, ja, habe ich schon eine Vorstellung von, vielleicht habe ich sogar schon mal mit jemandem gesprochen, entweder mit einem Freund oder mit jemandem, der schon da Berührung hatte. Also ich bin da schon irgendwie gebildet und das interessiert mich total und ich will jetzt hier in die nächsten, will jetzt hier auch mit der BBG sozusagen ins Gespräch kommen und da weiter vorankommen. Klar, dann gibt es Dinge, die man da vorbereiten kann. Das sind dann aber zwei verschiedene Welten sozusagen. Einverstanden, okay. Erste Gespräch brauchst du im Prinzip von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, brauchst du ja nicht vorzubereiten, das habe ich verstanden, aber irgendwann gehst du jetzt ins zweite Gespräch. Und was sind da jetzt die Dinge, die du wissen solltest, Christian? Genau, also das ist, wie Malte schon gesagt hatte, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, damit wir sag ich mal, keine Nervosität hervorrufen, die gar nicht notwendig ist für das erste Gespräch. Das erste Gespräch ist wirklich ein Kennenlernen. Sich erstmal austauschen, wo steht man, wie weit sind vielleicht die Überlegungen, was sind vielleicht auch die Hürden oder vielleicht sogar, was sind die Gründe, die für einen derzeitigen Verkauf spricht und sich da einfach mal auszutauschen. Ja, und auch mal, wir bekommen ein Gefühl für den Gründer und die Marke. Und der Gründer bekommt auch ein Gefühl für uns. Dann im zweiten Gespräch, und je nachdem, wie schnell man vorankommt, ja, im zweiten Gespräch gibt es dann, sage ich mal, schon klare Fragen, die wir sozusagen beantwortet brauchen, um dann auch diese Bewertung herzuleiten. Ja, im Endeffekt geht es ja darum, ob das nur nach dem zweiten oder dritten Gespräch oder vielleicht sogar schon nach dem ersten Gespräch, ist ja egal, aber im Grunde genommen geht es ja darum, dass man sagt, okay, vielleicht möchte ich doch verkaufen, dann irgendwie würde mich natürlich interessieren, was ist denn eigentlich meine Firma wert? Ja, und für diese Herleitung muss natürlich der Gründer uns Fragen beantworten, weil wir können natürlich von außen ein paar Sachen sehen, aber wir brauchen natürlich auch Daten von ihm. Und das sind dann Fragen wie, hey, wie hat sich denn dein Geschäft entwickelt? Erzähl doch mal, auf was für einen Wachstumspfad bist du denn gerade? Also Umsatz wird uns interessieren, die letzten 2 Jahre Gewinn wird uns interessieren, die letzten 2 Jahre Umsatz, insbesondere natürlich dann auch auf monatlicher Ebene. Dann ist für uns wichtig, wo machst du eigentlich deinen Umsatz? Also ist das jetzt hauptsächlich Amazon oder auch eBay oder auch ein eigener Webshop? Also das ist auch für uns relevant. Und wie sieht es dahinter aus? Also wir können natürlich schon das Sortiment irgendwie einsehen, aber wie viele Lieferanten hast du? Gibt es irgendwelche Besonderheiten für die Marke? Natürlich dann auch für die Bewertung immer wichtig für die Gründer, was passiert denn mit meinem Bestand? Natürlich wollen wir den gesamten Bestand übernehmen, dann brauchen wir natürlich auch Zahlen wie, hey, wie sieht denn der Lagerbestand aus? Und natürlich wollen wir auch wissen, hey, wie sieht denn deine eigene Planung aus? Ne, wir gucken uns ja das Business dann an und sagen dann, okay, aufgrund von den und den Parametern und wenn wir dich auf unsere Plattform packen, glauben wir an das. Aber was siehst du eigentlich für dich alleine für einen Wachstumsplan? Und wenn wir die Daten haben, plus ergänzt von denen, die wir sozusagen ja auch in Anführungsstrichen öffentlich einsehen können, dann tasten wir uns vor und dann gibt es die Bewertung. Hey, jetzt haben wir natürlich im Augenblick eine ganz besondere Situation. Wir haben auf der einen Seite den Umstand, dass wieder die stationären Geschäfte geöffnet sind, dass da so ein bisschen das Internet gelitten hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir die Situation, dass wir einen Lagerbestandsindex haben. Das heißt, ich darf im FBA-Kontext nicht so viel einschicken, wie ich eigentlich verkaufen könnte. Das heißt, möglicherweise ist meine eigene Strategie im Moment so ein bisschen kaputt gegangen. Ne? Das heißt, alles ist nicht so fein. Möglicherweise habe ich aber auch, das ist der dritte Aspekt, warum die gar nicht einen fetten Lagerbestand, weil ich Schwierigkeiten habe, jetzt sauber zu kalkulieren,
aufgrund der logistischen Herausforderungen, so Containerpreise etc., wenn ich meine Ware abroad beziehe, also aus China. Ich könnte mir vorstellen, und das habe ich halt selber in Gesprächen mit Herrn auch schon gehört, dass die so ein bisschen die Hose voll haben und denken, okay, wenn ich jetzt meine Brand beginne zu verkaufen, kriege ich ja weniger, weil ich ja im Prinzip im Augenblick gar nicht die Ergebnisse habe. So, ist das so? Nutzt ihr das aus oder wie geht ihr damit um? Und was erwartet ihr von den Händlern, wie die Händler darauf reagieren? Natürlich sehen wir das auch, dass jetzt dieses, ich nenne es jetzt mal Rückenwind. Ja, natürlich, also in den letzten, sage ich mal, 18 Monaten hatte ja E-Commerce so einen richtigen Rückenwind, auch aufgrund, sage ich mal, der äußerlichen Gegebenheiten. Dass das dann irgendwann mal aufhört und dass das vielleicht auch nicht in dem gleichen Wachstumsfaden, die immer nach oben gezeigt haben, weitergehen kann, ist, glaube ich, war, glaube ich, auch zu erwarten. Ja. Und natürlich können wir damit auch umgehen. Ja. Und wir sind ja auch zum Glück schon ein bisschen älter. Das heißt, wir haben auch Phasen erlebt, wo es mal hoch und wo es mal wieder runtergeht, wo man trotzdem irgendwie sich so aufstellen muss, dass man dann das nächste Mal, wenn es wieder bergauf geht, dass man ordentlich Marktanteile gewinnen kann. Und insofern glaube ich, natürlich ist es immer so ein Preis, ist ja immer, sage ich mal, spiegelt ja immer sozusagen die Vergangenheit wieder, aber natürlich auch ein Blick in die Zukunft. Und das ist immer die Balance dazwischen, was dann sozusagen die Bewertung Stand heute ist. Es guckt zurück, ja, guckt aber auch nach vorne. Und Aus. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass wir der Meinung sind, dass wir jetzt innerhalb der nächsten eineinhalb Jahre das Logistikproblem gelöst kriegen im FBA-Kontext. Und ich glaube auch, wir brauchen mit Sicherheit noch eineinhalb Jahre, bis die Containerpreise wieder stabilisiert haben. Das heißt, wir sind ja im Augenblick in einem echt angestrengten Marktumfeld. Das stimmt. Ja, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum vielleicht der ein oder andere dann wieder überlegt, dann vielleicht doch zu verkaufen. Ja, wo er jetzt halt merkt, ich habe Aber er meint, dass er das natürlich abgepreist kriegt, abgewertet kriegt. Das ist die Problematik. Also ich meine, klar, wenn ich verkaufen will, weil ich der Meinung bin, dass ich mich der Situation stellen möchte, bin ich im Zweifelsfall bereit und auch im Kopf bereit, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, im Kopf bereit, einen Abschlag anzunehmen, aber darum geht es ja gar nicht. Ich meine, es geht ja darum, dass der Händler nur die Perspektive sieht. Ob ihr was billig schnappen könnt oder so, ist mir scheißegal. Mir geht es darum, dass der Händler möglichst viel. Also wenn bekommt. Das jetzt, sage ich mal, wenn die normale Corona, diese positive Welle, wenn die jetzt vorbei ist, man sieht, das Business stabilisiert sich danach, ja, und das ist also auch, läuft ganz normal weiter, aber natürlich hatte ich irgendwann mal einen Peak. Und jetzt ist der Peak vorbei und jetzt läuft sozusagen normal weiter. Ja, dann können wir das natürlich auch entsprechend bewerten und ich würde jetzt nicht sagen, dass das diskontiert ist. Wenn jetzt einer irgendwie nach oben geschossen ist und komplett nach unten schießt und danach aber auch eigentlich gar keine Umsätze mehr macht, dann wäre es für uns eigentlich auch so interessant, dass wir gar nicht mehr, sag ich mal, ein Angebot abgeben würden, ja. Weil wir natürlich auch nicht irgendwie Eintagsfliegen suchen, sondern eigentlich schon ein Geschäft, was stabil weiterwachsen kann. Und insofern, glaube ich, ist diese Sorge dort, also wenn es wirklich ein gutes Business ist, was vielleicht mal einen Peak hatte, aber jetzt normal weiterläuft, ist das für uns weiterhin interessant und da bieten wir auch weiterhin faire Preise für. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es da Abschläge gibt, sondern wir bieten halt einen normalen, fairen Preis für das, was das Business jetzt darstellt und das Potenzial, was es noch hat. Und natürlich glauben wir weiterhin an Online-Handel, wir glauben auch weiterhin an Amazon-Wachstum etc. etc. Das heißt, da sind wir jetzt nicht die, die da jetzt irgendwie riesig diskutieren, nur weil es jetzt mal irgendwie ein paar Monate letztes Jahr überdurchschnittlich gut lief. Ja? Das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Aber natürlich, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es gibt es vielleicht hier und da mal, dass die Leute wirklich einfach nur hochgeschossen sind, irgendwie weil irgendwie nichts da war, hat er auch was verkauft und jetzt irgendwie hat er Probleme. Das würden wir uns natürlich auch angucken, aber wenn es soweit ist, dann wären wir nicht die dann sagen, oh, ich möchte es jetzt billig irgendwie ergattern, sondern dann würden wir wahrscheinlich sagen, hey, vielen Dank, aber wir haben keine, bieten wir jetzt in dem Zustand aktuell nicht. Ja. Ja, ich sehe da tatsächlich auch noch einen anderen Aspekt drin. Vor der Problematik
steht natürlich euer gesamter Aggregatorenwettbewerb. Die müssen teilweise noch erfüllen, mehr als ihr. Das bedeutet aus Händlersicht, wenn ich eine interessante Marke halt habe, zum einen trifft aus Händlersicht die Situation den ganzen Wettbewerb. Entscheidend ist jetzt hier, zu welchem Zeitpunkt gehen die Preise hoch, also ab wann bin ich in der Lage einzupreisen, dass ich eine höhere Logistik habe, das werde ich früher oder später machen. Und in der Regel ist es ja so, alle sitzen wie die Ratten in den Löchern und warten, dass der Wettbewerber was tut und die Preise faktisch irgendwann noch hingehen. Das sind Preise, die müssen eingepreist werden. Wir werden ganz klar auch einen Anstieg der Inflation sehen, ohne Zweifel. Und diese Unterbrechung der Lieferkette ist halt ein Ereignis, was in der Tat alle trifft, sodass aus Händlersicht ich völlig relaxed und entspannt werde. Wenn ein Aggregator nicht sieht und mich darauf exakt anspricht, dann bin ich der Meinung, würde mich über dich ziehen oder versteht das Geschäft einfach nicht. Und das jetzt als Fazit für mich zu nehmen. Ich sehe es halt auch nicht so, dass es einen Einfluss hat. Ich wollte es jetzt einfach mal reinbringen, dass man für sich selbst halt auch die Argumente als Händler bereit hat, falls einer der Maltes dieser Welt versucht, direkt eine gute Verhandlungsbasis für die BBG zu legen, weil der Zahn ist gezogen oder die Zahnseide gezogen. Nein, wirst du auch tun. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt einen Händler beeinflussen wird. Ja, aber kommen wir drauf zurück. Und jetzt bitte konkret, weil wir sind schon verdammt lang in der Zeit. 5 Punkte, die ein Händler wissen sollte, spätestens im zweiten Gespräch über seine Firma. Malte, du fängst an. Kein Blabla, sondern erstens, zweitens bis fünftens. Erstens Bla, zweitens Blabla. Okay, ich kann es auch anders versuchen, Marc, wenn du mich schon so freundlich introduced hier. Also. Was ist wichtig im ersten Gespräch? Das erste wäre, wie sehen meine letzten, deine letzten 12 Monate aus, was Zahlen angeht? Wie sieht meine, die Struktur, zumindest die grobe Struktur, wie viele Lieferanten habe ich? Weil es geht ja immer um Komplexität. Nicht wie heißen die oder wer kommen die, sondern einfach nur wie viele sind es. Das ist für uns auch immer ein wichtiges Thema. Dann die 5 wichtigsten. Auf welchen Kanälen verkaufe ich und wie stehen die quasi im Verhältnis zueinander? Ich sage jetzt mal prozentuales Verhältnis. Ja, wichtigste ist Shop, dann Amazon, dann eBay oder wie auch immer. Dann hatte ich jetzt bei den Zahlen, hatte ich schon gesagt, Gewinn und Umsatz sind so die beiden großen Kenngrößen. Und was ich für eine zukünftige Entwicklung des Geschäftes sehe, also was ich bis heute sehe, klar kann ich in Zahlen ablesen, aber was habe ich denn eigentlich für Ende 2021 geplant, wie soll denn mein nächstes Jahr weitergehen? Und dann noch eine grobe, ich sag mal, kommt eigentlich auch immer dann beim Gespräch so mit hoch, was ist denn eigentlich so, was sind so die besonders zu beachtenden Dinge, ja, in, was mein Repertoire angeht, was meine Produkte angeht, ihr seht beide eingefroren aus, ich rede trotzdem weiter, was sind da so die Besonderheiten? Ja, also da gibt es immer, macht jemand Medizintechnik, dann hat er spezielle Siegel oder bestimmte Dinge, die er beachten muss oder. Ne? Da gibt es immer irgendwas Besonderes zu beachten. Sollte es sowas geben, erwähnenswertes. Christian, du bitte. Das sind genau die Punkte, die Malte gesagt hat. Also, wir können ja schon viel sehen im Sinne von Sortiment, Rating, Ranking etc. Aber zusätzlich brauchen wir, hey, irgendwie BWA, Netzwerk, Betriebsergebnis, irgendwie sag doch mal, oder Sellerboard-Zugang, eins von beidem. Ganz wichtig ist das ganze Thema Supplier, also wie viel Lieferanten hast du, welche Komplexität ist das eigentlich? Also hast du Fertigungsschritte, die du beispielsweise noch selber tätigst? Also sprich, wir haben teilweise auch Seller, die sagen, pass mal auf, ich kaufe mein Brett in Polen, meine Schrauben in Ungarn und das, was ich aufs Brett draufschraube in Deutschland. Und das schraube ich zusammen und packe das irgendwie, lasse ich von meinen Mitarbeitern irgendwie in eine Box packen und dann verschicke ich es. Ja, solche Informationen oder kommt irgendwie alles irgendwie im Container von China. So, das sind so die Informationen. Und das ist es dann eigentlich auch schon. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so viel. Aber natürlich kann man nicht alles von außen sehen. So ein paar Sachen müssen wir noch abfragen.
Okay, Malte, wie viele Erstelefonate hast du heute geführt? Drei. Ersttelefonate. Drei. Hm. Nee, vier. Vier. Eins war, bevor ich wach war, heute Morgen. Verstanden. Was wusstest du vorher von den Händlern? Ja, wiederum so wie Christian jetzt gerade sagte, ne? Also ich denke mal, das, was ich so sehen kann, Produkte, ich mache mir eigentlich immer dazu dann sozusagen die Seite auf und schaue mir dann an, damit ich es live vor mir habe sozusagen, wie sind die Produkte gestrickt, wie sehen die Reviews aus, und das ist so das, was ich mir angucke. Was ich ja weiß, wenn ich ein Erstgespräch habe, dann weiß ich ja schon mal, dass ein Kollege von mir, also wirklich ein Produkttiefkenner, schon mal sich den Gründer und seine Marke sozusagen in Deep angeschaut hat. Also ich habe ja schon mal so eine Art Vorahnung, dass es hier in die richtige, dass hier schon sozusagen ein Fit zu BBG besteht. Ansonsten würde dieses Erstgespräch ja quasi gar nicht stattfinden. Einverstanden. Und jetzt kommen wir auch zur letzten Frage. Wie verkaufe ich meine Marke richtig, wenn ihr jetzt einmal euch den idealen Verkäufer vorstellt? Malte, wie spricht er dich an? Auf was legst du Wert? Das ist wirklich jetzt ein Idealtypus. Du hast jetzt, das ist wie Weihnachten jetzt, darfst du alles wünschen. Ja, also auf der menschlichen Seite, denke ich mal, ist es schön, aber natürlich nicht elementar. Jeder kann so sein, wie er möchte, aber wenn es freundlich ist, wenn es angenehm ist, wenn es so eine Teamplayer-Struktur ist, wo man irgendwie gut miteinander klarkommt, dann ist für alles das, was kommt, das natürlich irgendwie schön. Ja? Und auf der anderen Seite ist natürlich jemand, der seine sieben Sachen zusammen hat. Das ist natürlich irgendwie, zeigt das schon wahnsinnig viel. Ja, also wenn man wirklich so ein bisschen Überblick hat, und wobei man das nicht jedem zum Vorwurf machen kann. Ich spreche auch das öfter mal mit jemandem, der schon, ich sag mal, aufgrund der Größe seiner Struktur natürlich jetzt nicht jeden einzelnen Schritt da irgendwie und so kennt, und nicht manche Sachen auch nachfragen muss. Okay, ja, wenn es nur riesige Unternehmen mittlerweile sind, ist klar, dass man nur nicht auf jedem einzelnen Produkt vielleicht aufsitzt, wenn ich da eine Frage habe. Aber ganz grundsätzlich ist es cool, wenn man seine Prozesse, seine Zahlen und die Informationen sozusagen irgendwie beisammen hat. Das gibt doch irgendwie einen guten Vibe, so nach dem Motto. Jetzt. Hast du was gesagt, Marc? Ja, ich sagte Christian, du jetzt. Ach so. Okay. Ja, ich kann das eigentlich nur widerspiegeln, was Malte gesagt hat. Ich glaube, wenn einer, auch gerade wenn man jetzt sagt, wie kann ich mich eigentlich darauf vorbereiten, ja? Also ich würde schon sagen, irgendwie die Zahlen in Ordnung, irgendwie auch selbst wenn es irgendwie an Normalitäten gab, dass man die irgendwie erklären kann und irgendwie darauf vorbereitet ist auf solche Sachen, dass wenn man beispielsweise Sellerboard hat, dass irgendwie man vielleicht sogar die Kosten da schon reingeladen hat, dass man sozusagen auch alles relativ schnell findet und sieht. Das ist sozusagen aus unserer Käufersicht, sage ich mal, ein in Anführungsstrichen Traumtarget. Aber im Endeffekt geht es natürlich auch darum, das muss passen, das Produkt muss auch sozusagen passen, die Marke muss passen. Aber das Menschliche ist, glaube ich, auch extrem wichtig, dass man halt irgendwie weiß, man arbeitet mit jemandem zusammen. Im Endeffekt geht es auch um Vertrauen. Also der Gründer vertraut ja uns, aber genauso vertrauen wir auch dem Gründer, dass er da, natürlich gucken wir, aber natürlich auch nicht, dass er da irgendwie mit irgendwelchen Tricks da irgendwie sich schnell was ermogelt hat, was vielleicht nicht nachhaltig ist. Insofern ist, glaube ich, die menschliche Seite auch ganz wichtig. Prima. So, ich habe jetzt ein bisschen ein Mikrofon umgestellt. Ich habe keine Ahnung, ob mein Ton jetzt besser ist. Da mag aus der Audience vielleicht mal Feedback kommen. Ich habe keine Ahnung. Im Prinzip sind wir aber auch jetzt fast beim Ende angekommen. Das heißt, wenn ihr aus der Zuhörerschaft, ja, Malte, ich sehe dich. Also ich kann dich sehen. Du hast jetzt dein Mikrofon ausgestellt. Jetzt höre ich dich nicht, falls du was sagen möchtest.
Ich wollte nur zeigen, dass deine Verbindung so lala ist. Okay, ah, alles klar. Okay, ja, keine Ahnung. Naja, lange Rede, kurzer Sinn jedenfalls. Wenn ihr jetzt noch Fragen stellen wollt, könnt ihr die uns stellen. Draußen habt keine Angst, Fragen zu stellen. Also ich finde es immer schade, dass bei manchen Streams ist irgendwie so das Engagement extremst gering. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ihr keine Fragen habt. Es kommen keine Fragen. Das bedeutet, wir sind jetzt tatsächlich durch. Das ist schön. 26 Minuten. Das haben wir toll gemacht. Malte, Christian, ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Und zack, da hat der Shadi noch was gefragt. Wo kann man seine Marke zum Verkauf anzeigen? Das heißt, an wen wende ich mich? Das heißt, eure Kontaktdaten. Auf unserer Webpage auch. Auf unserer Webpage gibt es ein Formular. Da kann man draufgehen und da kann man, muss man glaube ich, 3-4 Fragen beantworten. Also natürlich deine Adresse jetzt, und E-Mail. Ist jetzt ziemlich peinlich, aber wie ist denn eure Internetseite? Berlin Brands Group einfach googeln und dann findet man das schon. Und ist Berlin Brands Group ein Wort.de. Oder de, komm. Mhm. Und dann findet man uns. Und dann ist da auch schon dick und fest. Sieht man so ein Button. So ein Button. Genau. Ich gehe mal selber gerade drauf. Da ist oben rechts. Ich habe schon. Ich poste. Da kann man und natürlich kann man da drauf gehen. So, und im Endeffekt geht es darum, muss halt die potenziellen, ja, muss halt uns und Käufer ansprechen. Und so geht's. Ja. Oder so, der Marc, jetzt der Link, oder man kommt auf den Pitch Day. Da lernst du alle kennen, ne? Am 23.09. Wir sind auch da, wir freuen uns auch dabei zu sein. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, uns auch mal persönlich kennenzulernen. Ja, da freue ich mich auch richtig drauf. Ich meine wirklich, euch beide mal persönlich kennenzulernen. Wir haben uns auch noch nicht kennengelernt in echt, ja. Ja. Nee. Ja. Das ist auch nur virtuell. Ja. Wir sehen uns ja einen Abend vorher, da gehen wir noch gemütlich essen. Ich habe gehört, dass der Olli Brotmann uns großartig einlädt in einer geilen Location. Da werden wir mal gucken, wie feierfest ihr seid. Ich werde mir viel Mühe geben, euch den nächsten Tag mal kurz wissen. Wir haben aber noch 2 Fragen. Sind die 2 Jahre Verkaufszeit eine Voraussetzung? Und wie geht ihr mit Patentrechten, respektive dann auch Markenrechten um? Nein, also ich nehme an, dass die Frage darauf abzielt, weil wir vorhin gesagt hatten, irgendwie zeig uns nochmal irgendwie die letzten 2 Wochen Umsatzhistorie. Das ist schön zu haben, wenn die Firma jünger ist, auch kein Problem. Wenn das jetzt unrelevant ist, auch nicht so wild. Aber natürlich wollen wir uns schon irgendwie die letzten Monate insbesondere dann auch auf Monatsebene anschauen. Das heißt, es kann auch kürzer als 2 Jahre sein, gar kein Problem. Und dann der zweite Teil der Frage war? Und zwar, wie geht ihr mit Patentrechten um, respektive, das erweitere ich jetzt noch, Markenrechten? Ja, also wir hoffen natürlich, dass wir die Markenrechte kaufen wir natürlich eigentlich immer mit. Die Patentrechte soweit auch. Wir hoffen nicht, dass wir Produkte kaufen, die gegen ein anderes Patentrecht, was jemand anders besitzt, verstoßen. Wenn einer jetzt was Eigenes entwickelt hat und Patentrechte darauf hält, die auch notwendig sind, um das Produkt zu verkaufen, dann müssen die natürlich irgendwie mit Teil des Deals sein. Ich überlege jetzt gerade bei der Konstruktion. Wir hatten es jetzt noch nicht, dass der Gründer gesagt hat, ich möchte sie gerne behalten. Aber ich sage immer, wenn es irgendwelche Konstellationen gibt, lass uns einfach drüber sprechen. Ja? Und wenn sich 2 Parteien irgendwie einig sind und ein Geschäft wollen, dann findet man normalerweise auch eine Lösung. Normalerweise würden wir das alles mitkaufen. Wenn aus irgendeinem Grund jetzt vielleicht der Verkäufer das nicht verkaufen möchte, dann kann man sicherlich drüber reden. Aber das müssen wir dann im Detail klären. Kann ich jetzt so ohne weitere Informationen nicht weiter erläutern. Großartig.
danke dir. Ja, da stellt sich dann auch die Frage, im Prinzip an diesem Antwortspektrum hast du dann auch die Frage der Lizenzen. Also wenn ich ein Patent habe, hätte ich also auch Schwierigkeiten zu verkaufen, weil das dann mit Sicherheit eine Frage der Skalierbarkeit sein muss. Das hatte Philipp Jung die Frage gestellt und angemerkt. Ja, dann sind wir jetzt mit exakt einer Minute drüber, wenn keine Fragen mehr kommen. Und alle Fragenden sind herzlichst eingeladen, Fragen zu stellen. Durch. Großartig. Also so eine kurze Sache hatte ich noch nie. Und ich hatte mir schon gedacht, wenn mein Ton besser wäre, hätte ich jetzt noch ein anderes Thema angesprochen. Ist mein Ton besser geworden? Nein. Das sagt ihr nur, weil ihr keinen Bock aufs Thema habt, weil das überraschend ist. Ich weiß das. Aber ist okay. Nee, macht wirklich keinen Sinn. Dann das machen wir dann das nächste Mal. Ja, dann bedanke ich mich bei euch, bedanke mich bei der Zuschauerschaft und dann kläre ich uns jetzt ab. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Schönen Abend. Bis bald.